In Leipzig hat es in der Nacht Ausschreitungen gegeben. Anlass ist das Urteil gegen die Leipziger Studentin Lina E. wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung vom Mittwoch. Im Leipziger Stadtteil Connewitz brannten Barrikaden, Vermummte zündeten Pyrotechnik. Laut Polizei wurden 24 Menschen verletzt, es gab 5 Festnahmen. Für heute hat die linksautonome Szene erneut Proteste angekündigt, trotz eines Demonstrationsverbots.